So, als nächstes haben wir Fischsetzlinge. Ja? Also da haben wir bunt gemischt Saibling, Bachforellen, diverseste Fische, kriegen wir von Züchter, ja? Frisch. Die haben wir eingelegt in einen süß-sauren Sud. Ja? So quasi fermentiert quasi, was mir jetzt sehr bekannt ist bei Gemüse, haben sie ja mit Fisch probiert. Dadurch zersetzt sie ein bisschen die Konsistenz der Gräten, ja? Und eignet sie daher sehr gut so zu essen. Ein Teil, da haben wir noch Flemmen, dass man ein bisschen Röstaromatik noch reinkriegt. Dazu haben wir dann noch Kohlrabi, Raps. Ja? Raps, wie vorhin schon besprochen, eigentlich Großteil nur zur Nutzpflanze. Ja? Aber kann man sehr gut essen da. Wiederum wie die Knospen. Ja? Schmeckt wie wilder Brokkoli fast. Ja? Und schmeckt da sehr leicht ölig, nach frischem Mais und so weiter. Ja? Das haben wir nur kurz andämpfen und mit brauner Butter nur kurz glasieren. Jeder kocht auf einmal regional, aber ich glaube einfach, wenn man im Wienerwald ist, man geht raus und da kommen eigentlich auch die besten Ideen eigentlich dabei, ja? Indem man Sachen einfach siegt. Ja? Da haben wir ein bisschen Gel von der Zitrone. Da werden wir dann den Sud einfüllen und durch die Begrenzung quasi verläuft das nicht so aufs Teller raus. Ja? Jetzt haben wir einen Kohlrabi, den haben wir mit so einem Riemenschneider der Länge nach geschnitten. Eine Raps. Knospen, die geflammten Setzlinge, dann legen wir noch ein, zwei von den normal sauer angelegten dazu, dann ein paar Blüten noch dazu zum Raps, dann haben wir da noch knusprigen Topinambur und dann noch ein bisschen Asche vom Raps. Das war's dann eigentlich. So, da kriegst du von mir noch ein bisschen Sud auf. Ja, dann, ne?